So Leute, wir sind nicht bei IKEA in der Regalhalle, weit gefehlt. Wir sind mit dem Chef der Kondomfirma Ritex, die es schon sehr lange gibt, sind wir vor einem geheimen Raum. Vor einem ganz geheimen Raum, das sind unsere Lagertanks. Und zwar wird hier unser Latex gelagert. In einem dieser Tanks sind so 20 Tonnen in etwa drin, also 20.000 Liter in etwa. Und wir haben davon immer zwei, dass wir auch so hin und her switchen können, dass wir eben halt immer die richtige Qualität vor Ort haben. Und du hast gesagt, das ist natürliches, also es ist nicht synthetisch hergestellt, sondern es kommt aus der Natur. Das heißt, ihr müsst das von Pflanzen kaufen, nicht von Pflanzen, also die Menschen gewinnen es aus Pflanzen. Genau. Und die verkaufen euch das dann. Genau, also das ist Naturkautschuk-Latex, der wird im Prinzip dadurch gewonnen, dass vom Gummibaum, vom Javea brasiliensis genau genommen, die Rinde angeritzt wird. Und dann rinnt der Pflanzensaft raus, der Naturkautschuk, und wird gesammelt. Und das ist das, was man hier sieht. Darf ich da näher rangehen? Ja, bitteschön. Das ist total geil, ey. Mega Sendung mit der Maus, mit dem geheimen Raum hier. Abgefahren, ey. Welche Temperaturverträge verträgt der Rohstoff hier so? Das hier ist so eine Raumtemperatur, so um die 20 Grad nochmal. Das mag der. Das mag der am liebsten. Dann bleibt er schön flüssig in der richtigen Viskosität, wie wir ihn brauchen. Und ja, so wird er auch eingestellt. Total abgefahren, oder? Wusstest du, dass es ein Naturprodukt ist? Nein, das wusste ich bisher. Wusste ich auch nicht. Ich hätte auch an Chemie gedacht, auf jeden Fall. Toll. Diese Leitung, das ist die echte Leitung. Also nicht eine andere, genau die. Durch die kommt das Latex und wird dann erst mal nach oben gepumpt, damit in Ruhe die Luftblasen rausgehen können. Weil eine Luftblase wäre ein Loch. Das wollt ihr nicht haben. Wie dünn, hast du gesagt, ist am Ende das Kondom? Rund 0,06 mm, kommt ein bisschen darauf an, welches Produkt wir da haben. Und das ist ungefähr 10-mal dünner als ein menschliches Haar. Ey, das ist unglaublich, das wusste ich auch nicht. Hättest du das gedacht? Ohne Scheiß, 0,06 mm. Ja. Unfassbar. Das ist Latex. Schon ein bisschen behandelt. Aber, fass mal drauf. Beschreib mal, wie sich das anfühlt. Ja, wie eine Haut, ja. Wie eine Haut? Ja, halt. Wie eine klebrige Haut. Nee, fühlt sich deine Haut so an? Nee, klebrig nicht. Klebrig nicht. Also das ist, wenn du mich... naja, okay, ja, die richtige Haut, das hält dann nicht so, aber... Ja, ich weiß nicht, wie eine feuchte Haut, stimmt schon. Was? Das... Du hast gesagt, das bleibt in den Fässern und wird ab und zu mal rausgekratzt, habe ich genau. Richtig verstanden? Also die Fässer müssen gereinigt werden und dann hat man eben solche Residualstände oder Residuen. Das ist einfach Gummi, was ausgehärtet ist, ohne ordentlich vulkanisiert zu sein. Ein bisschen Chemikalien sieht man dabei. Die halt könnt ihr den vielleicht als Schwämme verkaufen oder ein cooles Produkt draus machen? Korallen. Schlag Korallen. Schlagt, postet hier drunter, welches coole Produkt die Firma Ritex hier draus macht. Ich würde eine Koralle für Aquarien draus machen. Korallen für Aquarien. Sehr, sehr schön. Aber du hast gesagt, es fehlt noch der Schritt des Vulkanisierens. Das genau. Ist noch ein entscheidender Schritt. Das fehlt noch und das werden wir gleich sehen. So, hier kommen wir in den Reiferaum. Es riecht schon sehr, sehr stark nach Ammoniak. Aber das bist nicht du. Das bin Gott sei Dank nicht ich. Es sind zum Glück doch nur hier die Fässer. Der Latex muss hier mehrere Tage reifen. Drei Wochen kommt auch an, was wir hier machen. Bei einer speziellen Temperatur. Und hier finden so die ersten chemischen Kettenbildungsprozesse halt statt, damit der Latex hinterher sehr elastisch wird und dehnbar, wie wir ihn brauchen. Das wäre, hier wäre es sehr, sehr schön tropisch, warm, sehr gemütlich, auch feucht, nur es riecht nach Ammoniak, also ein stechender Geruch sozusagen. Genau. Ne? Kann man nicht die Augen tränen. Dir trennen die Augen. Mhm. Merkst du es noch oder hast du dich schon seit Kind bis hier dran gewöhnt sozusagen? Ja, das Gute ist, der ist so stark, der Geruch, der geht gleich weg, das wird dann übersteuert. Aber durfst du als Kind hier schon rumlaufen in solchen Umgebungen oder hat man gesagt, nee, halt dich mal lieber von den Chemikalien fern? Also Chemikalien sind natürlich nochmal so eine besondere Sache. Die Grenze an Ammoniakstoff hier ist auch relativ hoch, das ist aber auch kein Daueraufenthaltsraum, sondern man kommt nur mal kurz hier rein. Also man sollte sich hier nicht dauerhaft aufhalten, das ist einfach stark. Keine Beachparty hier drin. Das ist tatsächlich so 20 Sekunden und schon riecht man es nicht mehr. Aber da ist auch sehr lustig. Sieht aus wie bei uns im Labor. Ja, das ist ja auch ein Labor, ne? Das ist also hier das Gummi. Das ist genau dieser Effekt, wenn man dran zieht, dann macht das immer einen Schlack. Oder auch wenn ich hier die Deckel aufmache und dann spritzt das wie... Furchtbar. Ist das ein technischer Begriff, Schlack? Das ist ein technisch lautmalerischer Begriff. Also wenn mir das mal irgendjemand erzählt hätte, dass ich eines Tages mal mit einem Ritex-Kittel, mit dem Chef auch noch, mit dem Chef, hallo, das, hier, bin ich. Das ist echt, hier stehen dürfte. Hättest du das gedacht? Nein, das hätte ich auch nicht gedacht. Das hätten wir wahrscheinlich bis vor ein paar Tagen, wir bis vor einer Stunde noch nicht gedacht, dass wir mal in die Produktion hier rein. Ich habe ja eine To-Do-Liste, die ich immer erweitere mit Dingen, die ich schon mal tun wollte, weil ich nicht weiß, dass ich sie tun wollte. Das ist schon wieder ein.
Und leider kann man hier nicht ohne weiteres Führungen machen, zumindest nicht dauernd und immer, weil halt natürlich strenge Hygienevorschriften herrschen. Also schaut euch das Video in Ruhe an. So, Zutritt ist nur in Hygienekleidung. Ihr seht, ich bin hygienisch gekleidet. Hier steht schon die Weine zu Cesar Tren. Das kann man ja gar nicht erfinden. Das sind jetzt echte Kondome, die auch in die Produktion gehen. Ne? Das ist die echte Produktion. Das ist die echte Live-Produktion von Risex, ja. Das ist super geil. Die haben jetzt eine andere Farbe. Wie kommt's? Ja, die sind eingefärbt. Achso, das wir ist machen jetzt Mode. Das ist Mode. Das ist Mode, genau. Also ich sag mal, das ist jetzt hier ein Sortiment, was gemacht wird, ein farbliches. Und das ist also eingefärbter Latex. Welche Farbmoden gibt es nicht mehr, die früher mal cool waren? Auch es gibt alles Mögliche. Es gibt nichts, was man sich nicht vorstellen kann. Es gibt auch braune Kondome, schwarze Kondome, grüne, blaue, gelbe, alles Mögliche, was man sich vorstellen kann, das gibt es auch. Wie kriegt ihr denn raus, was gerade nachgefragt wird? Also wenn man ganz ehrlich ist, die meisten Deutschen kaufen gar nicht so viel Farbe. Das ist auch mehr so ein Exportthema. Es gibt andere Länder, die halt farbige Kondome noch stärker finden. Aber wir haben normalerweise ein Sortiment, wo gelb, grün, blau und rot drin ist. Ach so. Findest du es gut? Findest du farbige Kondome gut? Natürlich, immer mal ein bisschen Abwechslung. Bisschen Abwechslung. Das sieht auf den ersten Blick ja aus, als ob man das zu Hause machen könnte. Aber da hast du gesagt, da ist ein Ultraschallsensor drin. Genau. Und das ist ein bisschen komplizierter, als es aussieht. Ne? Wir haben das tatsächlich mal als Challenge gemacht. Wir hatten mal Utopia, das YouTube-Event. Und da war unsere Challenge, baut euch Kondome selbst. Da haben wir denen also Latex gegeben und einen Föhn und eine Form. Das geht, aber es ist nicht so einfach. Es ist nicht so einfach, wie es aussieht. Super geil. Das ist richtig meditativ, haben wir gerade festgestellt, ja. Dieser kleine rote Punkt, der testet, ob alles stimmt. Also was hast du gesagt, Dicke? Ja, beziehungsweise er misst, ist die Form da, er zählt die Form und ob der Füllstand des Latex da vorhanden ist oder ob es irgendwie zu stark abgesackt ist. Das ist also ein Doppelblindsystem, damit da auch nichts schief geht. Über die Jahrzehnte hat es sich bewährt, zwei, nicht eine, nicht vier, nicht drei Schichten zu machen. Das ist die zweite Schicht hier. Und die gleicht aus, dass es dünne Stellen gibt. Oder du hast gesagt, es könnten sogar mal Löcher sein. Ne? Also nach dem ersten Tauch ist es so, durch das Trocknen zieht sich der Film auf der Glasform auseinander. Einfach weil er trocknet. Und dadurch können dann eben halt dünnere Stellen entstehen. Und deswegen kommt der zweite drauf, der gleicht das aus. Und beide verschmelzen miteinander, dass ich einen starren, festen Film habe. Also es sind keine zwei sichtbaren Schichten jetzt. Ne? Aber es wird in zwei Schichten hergestellt. Und hier sind so ungefähr 1000 Formen. Also auf der Straße bis dahin sind 1000 Formen drauf. Ungefähr 1000 Formen. Wie kommt der Rand ans Kondomhäschen, der obere? Der wird durch eine Bürste aufgerollt, während es noch klebt. Und wozu braucht man den dicken Rand? Damit es nicht aufreißt, weil die Enden ein bisschen ausgefranst sind. Aber wenn die aufgerollt werden, sind sie ganz glatt. Das gucken wir uns jetzt mal an. So kommt der Rand aufs Kondom, Leute. Da vorne ist noch kein Rand, könnt ihr sogar ganz gut sehen. Und wenn er jetzt hier lang wandert, das helle, das ist die Bürste, dann seht ihr, auf einmal hat es einen Rand. Vulkanisieren heißt übrigens vulkanisieren, weil es echt heiß ist. Was hättest du gedacht, wie heiß ein Kondom einmal in seinem Leben wird? Also ehrlich gesagt hätte ich nur 100 Grad oder sowas erwartet, also einmal zum Kochen bringen oder wie man das auch immer nennt, aber ist es gar nicht. Ohne Worte, es ist ein bisschen heißer. Das ist schon so eine Pizza oder so. Deine Pizza machst du bei 400 Grad, Ines? Das erklärt einiges. Ja, also 350 muss man sie zu Hause machen, wenn sie schön auf Steinofen ist, dann ist das schon so heiß, ja. Stimmt das? Poste das hier drunter. Jetzt sind wir bei den Kondomen, die bereits einen Rand haben. Ne?
Die werden nochmal in Seifenlauge getaucht. Die werden nochmal schön gewaschen. Was glaubst du, warum die nochmal gewaschen werden? Kann ja immer irgendwelcher Staub drauf sein. Sie haben ja einen langen Weg hier. Oh, das hat einen anderen Grund. Wir schauen mal. Das kommt ja am Ende auch noch drauf. Also, weißt du, wer weiß, wer weiß. Jetzt kommt der echte Grund. Ich wusste das auch nicht. Der Chef hat es mir verraten. Die Kondome, die, wenn man die runterzieht, direkt von dem Glasgolben da hinten, dann kriegt man sie leider nicht mehr auseinander. Dann kann man damit nur noch, weiß ich nicht, als Kerzenuntersetzer die vielleicht benutzen, aber nicht mehr als Kondom. Deswegen werden sie nochmal in Seife getaucht. Ja, schon sind sie kaputt. Und als nächstes kommt das TikTok mit demjenigen, der nur die Packung aufreißt, wo kein Kondom drin ist. Darf weil ich? Wir das jetzt da geklaut haben. Da musst du nochmal erklären. Du glaubst, dass jetzt irgendjemand hat jetzt eine leere Kondompackung, weil wir ja, dieses... Ja, weil wir es ja geklaut haben. Ja. Na klar. Du hast jetzt das frisch gewaschene Kondom hier aus der Kondomwäsche rein rausgenommen. Und die Ines hat es in der Hand. Ja, wie fühlt sich das an? Ja, wie benutzt es halt. Also das ist nicht mehr so, ja. Lippchen schlabberig. Aber es ist lustig. Aber wenigstens sieht es sich so aus. Ja. Ne? Darum geht's. Ne? Ja. Darum geht's. Ist so ein bisschen wie die Handschuhe, die Latex-Handschuhe, die man erst nass machen muss, bevor man sie anziehen kann. Oh, das wusste ich gar nicht. Das, ach so. Da kommt sonst gar nicht rein. Da musst du das Latexöl erst drauf machen. Wusstet ihr das? Jedes, wir stehen hier. Man muss dazu wissen, ich liebe Miele-Waschmaschinen, Miele-Staubsauger. Ich bin ein Miele-Mann. Miele ist ja in der Nähe auch, ne? Absolut, ist auch eine Perle Ostwestfalens. Aber wirklich, ja. Kauft die sehr guten Miele-Produkte. Das kann ich wirklich sagen, als jemand, der sie kauft und seit Ewigkeiten benutzt. Und hier sind Miele-Waschmaschinen. Und ihr ahnt schon, was da drin ist. Es sieht verdammt von der Farbe her aus wie unsere Kondome, die schon mal durch Seife durchgelaufen sind. Genau. Das sind benutzt. Achso, du wolltest. Weißt du, damit man ein bisschen Müll spart, werden die jetzt. Das sind die Waschbaren. Die kann man einfach in die Waschmaschine tun. Das wäre dann die nächste Entwicklungsstufe. Das sind also noch unbenutzte, nagelneue Kondome in eigens umkonstruierten Waschmaschinen. Genau, also das sind halt Waschmaschinen und der Sinn dabei ist, dass die Kondome gepudert werden müssen. Und das passiert über eine Waschflotte, nennen wir das immer. Das heißt, es ist Wasser mit Maisstärkepuder in unserem Fall. Und das sorgt dafür, dass die Kondome nicht verkleben. Außerdem waschen wir hier in diesem Schritt überzählige Proteine raus, also lösliche Proteine, um halt auch das allergene Potenzial von dem Kondom zu reduzieren. Ah, ja, stimmt. Und was wir eben noch machen, wir benutzen halt jeden Waschvorgang nur einmal. Um eben halt auch die Kontamination zu reduzieren. Also hier ist jetzt schon die Stärke drin. Genau, das ist Maisstärke. Also wir wiederholen es nochmal. Beim Waschen werden die Kondome gepudert. Ja, das ist das, was hier hauptsächlich passiert. Es ist ein Paradies für mich. Wenn er mich mal nicht findet, dann bin ich hier. Dann müsst ihr mich hier suchen, in der Wascheinheit, wo die Kondome durch Waschen gepudert werden. Und was sehen wir hier? Das ist im Prinzip die Waschflotte. Das ist eine Zweckentfremdung, also ein Dual Use von Kondomen im Prinzip. Da ist in das drin, wo die Kondome gewaschen werden und das tropft immer nach, weil der Hahn so groß ist. Insofern haben wir auch hier ein Kondom, was dafür sorgt, dass er aufhört zu tropfen. Also ihr könnt die Kondome auch für nicht sexuelle Dinge benutzen, einfach mal, wenn irgendwie das Rührwerk tropft. Achtung, Karlauer. So, da hinten sind die Waschmaschinen, wo die Stärke dran kommt, habt ihr das schon gesehen. Jetzt wird getrocknet. Ein bezauberndes Bild, auch sehr beruhigend. Und die Stärke klebt jetzt da dran. Das möchtest du auch. Jetzt ist es gerade weg. Ja, also das ist trocken. Jeder, der Latex trägt, möchte sich ja auch. Ach, du meinst mit auch für Latex-Klamotten? Ja, das würde ich nicht machen, dann sind die am Ende kaputt. Schön. Ich würde es nicht drauf ankommen lassen. Aber es wäre schön, wenn es das gibt. Ja. Hier gibt es das scheinbar. Kondome gehen ja auch nicht kaputt. Schon viel besser. Jetzt kommt, das ist jetzt kein blaues, sondern ein anders gefärbtes. Das kommt aus der Wäsche und aus dem Trockner. Ja, fühlt sich auch schon viel schöner an. Wie beschreibst du das Gefühl? Wie würdest du das mega weich. Man wirklich? Merkt ja, man merkt das gar nicht. Die Seide, ne? Ja. Ganz angenehm. Wirklich verrückt, hätte ich nicht gedacht. Aber jetzt ist das Pulver noch nicht gleichmäßig verteilt. Ne? Genau, ne? Also das ist eben halt so, das Pulver, das bildet eben so gewisse kleine Spots da drauf. Das wird dann aber hinterher durch das Gleitmittel, was noch drauf kommt, wird das einheitlicher, dann sieht man es nicht mehr. Und ich habe gesehen, ihr habt auch veganes Gleitmittel, habe ich auf dem Marketing-Display gesehen. Also da gibt es auch verschiedene Sorten sozusagen. Genau, da gibt es auch verschiedene Sorten. Da gibt es, ich sag mal, hier ist sowieso noch ein ganz anderes Gleitmittel drauf. Das vegane ist ein wässriges Gleitmittel.
Kondome sind typischerweise mit Silikonöl beschichtet. Und dann gibt es ja auch noch als Pulver, hier ist jetzt Maiswerk, hast du gesagt, es gibt ja auch noch Bärlappsporen, aber genau. die benutzt ihr nicht, die Bärlappsporen. Genau, nee, wir benutzen Maisstärke, das hat sich einfach durchgesetzt. Bärlappsporen hat auch wieder so einige Probleme mit allergenem Potenzial. Und ich hätte auch Angst, dass die Fabrik in die Luft fliegt, ich weiß nicht, wegen so Staubexplosionen oder sowas. Ernsthaft, ne? Ja, also ich meine, auch das ist halt ein Problem, da muss man natürlich gucken, alles was mit Stäuben zu tun hat, das ist sowieso immer nicht ganz unkritisch. Wir haben jetzt aber auch nicht so ganz riesig große Mengen, dass wir da jetzt größere Probleme haben. Und es ist in der Waschmaschine in Wasser gelöst. Das ist natürlich auch noch sehr, sehr gut. Ja, Maisstärke ist wahrscheinlich genauso brennbar. Ja, ja, klar. Ines, du kannst keinen Blumengeruch leiden, aber den Geruch, der hier herrscht, den magst du. Ja, das ist angenehm. Wonach riecht hier? Ich mag ja nur keine Blumen. Blumen riechen ja nach Verwesung meistens. Aber wonach riecht hier? Ich finde ehrlich gesagt so ein ganz kleines bisschen Erdbeerkaugummi. Ich könnte es gar nicht richtig definieren. Aber vielleicht. Es ist kein Parfüm, hast du gesagt, sondern das genau. Latex an sich riecht so. Das ist so der Eigengeruch von Latex, wie er jetzt gerade so ist. Das ist eben jetzt die spezielle Latex-Charge, die wir hier haben. Die riecht ein bisschen. Wir haben auch so die Temperaturen, auch wenn die hier halt normal, also ein bisschen ausnivelliert sind, hat das eben halt auch einen Effekt darauf, wie Kondome riechen. Und diese riechen hier so leicht süßlich. Erdbeerig? Erdbeerig. Was gibt's noch für Gerüche, die du im Laufe deines Lebens gerochen hast an Latex-Chargen? Also Latex riecht normalerweise wie Gummi. So also klassisches Gummi wie Autoreifen, wenn es halt ist. Manchmal kann es auch, wenn es schlechte Qualität ist oder anfängt zu gammeln, wird es sehr käsig, also auch sehr stinkig. Da sind wir wieder beim Verwesungsgeruch. Das sollte natürlich nicht sein. Also eigentlich haben wir immer relativ neutral riechenden Latex. Der hier ist tatsächlich jetzt erstaunlich süßlich. Also das ist schon eine relativ starke süßliche Note. Aber ist das dann so eine gesuchte Lage wie bei seltenem Rotwein, so Erdbeerlatex, oder ist das nicht so? Nein, also der Geruch ist jetzt keine Sache, wo wir sagen, das ist ein Qualitätsmerkmal. Wir gucken halt mehr so nach anderen chemischen Markern, Koagulationsverhalten etc. Das ist für uns das, was wichtig ist, damit wir es gut verarbeiten können. Wahnsinn. Und was wir jetzt noch gar nicht verraten haben, das kommt gleich. Jedes einzelne Kondom wird getestet, ob es wirklich dicht ist. So, das hier ist das Lager, das kennt ihr jetzt schon. Und jetzt kommen wir in den Raum, wo mit Würsten getestet wird, ob die Kondome dicht sind. Wahnsinn. Macht dir das Spaß hier die ganzen Geräte? Ja, das ist toll. Ja, also da steckt das Herz jedes Technikers höher. Leider wird hier viel mit Druckluft gearbeitet. Wahrscheinlich hört man den Bär ja nichts, aber irgendwas ist immer. Also, da durch. Und hier rein. So, hier kommen die Kondome jetzt an und kommen auf die Bürste. Und diese Bürste ist wahrscheinlich aus Kohlenstoff oder so. Gummi. Ach, Gummi. Und die ist lightweight oder beziehungsweise testet, ob das Kondom Löcher hat. Und wenn es Löcher hat, dann fliegt es raus. So sieht es aus. So, jetzt muss das Kondom noch aufgerollt werden natürlich, damit es in die Verpackung passt. Dann haben wir schon fast. Irre. Super, oder? Sowas macht ja Spaß. Ja. So, Ines, jetzt fahren wir wieder nach Hause. Was ist dir in Erinnerung geblieben aus der Kondomfabrik?
Kondomwaschmaschine ist immer noch am besten gewesen, finde ich. Die war wirklich cool. Mhm. Postet hier drunter, was euch am besten gefallen hat in der Fabrik. Also ich fand alles total geil. Alles, wirklich super. Ich will gar nicht damit anfangen. Wie hat es euch gefallen? Postet es hier drunter. Tschö. Tschö. Tschö.